Hallo, liebe Kinder. Guten Morgen. Du siehst, der Eddie sitzt schon mit Kerze und seiner Feder in unserem Rallye-Kreis und ist bereit für ein bisschen Religion. Du hast in der letzten Stunde schon einen kleinen Entdeckerspaziergang in der Natur gemacht und wahrscheinlich viele interessante und spannende Sachen gefunden. Vielleicht hat dich auch etwas ins Staunen versetzt. Heute habe ich eine Geschichte für dich. Also setz dich gemütlich hin und spitz die Ohren. Die Geschichte, von der ich euch erzählen möchte, ist eine sehr wichtige Geschichte aus der Bibel. Jemand hat sie aufgeschrieben, weil er die Welt, die Natur und alles um sich herum so schön und bestaunenswert fand, dass er den Menschen mit seiner Geschichte sagen wollte: Dieses schöne Geschenk hier, diese Welt ist ein Geschenk von Gott. Am Anfang, vor einer unvorstellbar langen Zeit von vielen, vielen Jahren, gab es auf dieser Erde nichts. Alles war dunkel und leer. Es gab keine Sonne, die anzeigt, es ist Tag. Es gab keinen Mond, der die Nacht beschien. Natürlich gab es auch noch keine Sterne, die am Himmel leuchteten. Es war einfach finster, stockdunkel. Und weil es kein Licht gab und keine Nahrung, konnten auch keine Menschen auf der Erde leben. Auch keine Tiere und keine Pflanzen. Es gab nur tiefe, tiefe Dunkelheit. Das kann man sich gar nicht richtig vorstellen. Und die Erde war völlig von Wasser bedeckt. Gott sah diese traurige Welt. Er fasste einen Plan. Mit diesem Plan beginnt eine lange Geschichte. Es ist die schönste und erstaunlichste Geschichte, die wir kennen. Die 7 Tage der Erschaffung der Welt. Gott hat nämlich 7 Tage gebraucht, um unsere Welt zu erschaffen. Am ersten Tag erschuf Gott das Licht. Das war wichtig, weil die Welt war ja ganz im Dunkeln. Gott sprach, es werde Licht. Da erstand das Licht. Über der Erde wurde es ganz hell. Die Dunkelheit wurde vom Licht abgelöst. Das Licht nannte Gott Tag, die Dunkelheit nannte er Nacht. Weil es nun Licht und Dunkelheit gab, konnte es auch endlich Morgen werden und dann wieder Nacht und wieder Morgen und wieder Nacht. Mit der Erschaffung, mit dem Geschenk von Tag und Nacht, endete der erste Tag und Gott sah, dass es gut war. Am zweiten Tag sagte Gott: Ich will, dass über der Erde ein Himmel ist. Und so geschah es. Ein Himmel spannte sich weit über die ganze Erde. Er war blau, mal hell, mal dunkel und mal zogen weiße Wolken über ihn hinweg. Dann wurde es dunkel und wieder Nacht. Und mit der Erschaffung des Himmels endete der zweite Tag und Gott sah, dass es gut war. Du hast von uns das Arbeitsblatt mit der Weltkugel bekommen. Deine Aufgabe? Male auf das Blatt, was Gott am ersten und zweiten Tag geschaffen hat. Erinnerst du dich noch?